Wie lassen sich in selbstorganisierten Teams und Unternehmen Geldstrukturen und Einkommensmodelle auf stimmige Weise gemeinsam ausgestalten? Ich heiße Lino Alexander Zedius und bin von der Organisation Reinventing Society und möchte in diesem Video die Palette an Möglichkeiten zur Ausgestaltung von Geld und Einkommen aufzeigen und ein paar Praxistipps teilen. Hier sind erstmal alle Möglichkeiten der Geldverteilung im Überblick, um einmal diese Palette und Spannweite aufzuspannen. Erstens kann man natürlich ganz klassisch feste Gehälter festlegen und einfach Einkommensstufen aushandeln nach Zeiteinsatz, Erfahrungen und Bedürfnissen, und dann haben alle einfach ganz klassisch feste Gehälter. Kann man natürlich auch einfach machen. Man kann auch die Einnahmen nach einem festen Schlüssel aufteilen. Das heißt, eine Person bekommt vielleicht 15%, eine andere 17%, eine andere 12% nach Bedürfnis, Zeiteinsatz, Erfahrung. Da kann man auch flexibel sein, ob diese Prozentzahl dann feststeht oder der Anteil zum Beispiel an Zeiteinsatz entscheidend ist und dann irgendein komplizierter Schlüssel gebaut wird oder eine Formel, wer wie viel bekommt, je nachdem, wer alles dabei ist und so weiter. Das ist aber jetzt eher dann so eine sehr quantitative Lösung. Dann kann man auch gemeinsam über Honorare und Gehälter entscheiden, zum Beispiel mit der Methode des Geldbrunnens. Dazu habe ich ein anderes Erklärvideo gemacht. Das ist eine ganz coole Methode, wenn man eine Geldsumme jetzt zur Verfügung hat, die man aufteilen möchte, wo man dann eben in einem gemeinsamen partizipativen Prozess entscheidet, wie diese Summe aufgeteilt wird. Und das kann man regelmäßig machen, eben immer, wenn Geld reinkommt. Bei manchen Organisationen ist sowas ja eher fluide. Und dann kann man zum Beispiel alle 3, 6 oder 12 Monate so einen Geldbrunnen gemeinsam machen. Oder auch differenziert nach Projekten, dass jedes Projekt, wo vielleicht Geld reinkommt, einen eigenen Geldbrunnen macht und da die Leute dann Geld bekommen. Man kann Gehälter aber auch einfach komplett selbstbestimmt festlegen lassen. Das heißt, alle bekommen die Infos, wie viel Geld zur Verfügung steht und was alle so vielleicht auch an Erwartungen und Wünschen haben. Und dann bestimmen alle ihre Gehälter einfach selber. Klingt erstmal vielleicht ziemlich radikal oder sogar verrückt, aber es gibt einige Unternehmen, die das genauso machen und wo das gut funktioniert. Und man denkt vielleicht erstmal, dass die Menschen das dann ausnutzen und sich dann selber halt eine Million an Einkommen geben wollen, aber in der Regel machen die Menschen das nicht, weil alle wissen, das ist unfair und man will anerkannt werden im Team und möchte selber ja auch fair sein, hat ein Selbstbild von sich als guter Mensch und daher wird das in der Regel auch nicht ausgenutzt. Es braucht natürlich ein Fundament von Vertrauen und einer intrinsischen Motivation dabei zu sein, aber wenn man eben so ein Unternehmen ist, wo man selbst organisiert ist und einen höheren Sinn hat und nicht nur Geld zu verdienen, dann sind die Leute, die da mitarbeiten, wahrscheinlich sogar offen für sowas und werden das höchstwahrscheinlich nicht ausnutzen. Dann kann man das natürlich auch so machen, dass alle Projekteinnahmen bei den Leistungserbringern verbleiben, abzüglich eines festen Anteils, der eben für die Organisationsausgaben verwendet wird. Das heißt, es ist dann eher die Leistungsgerechtigkeit, die da zählt, und wenn ich jetzt irgendwie einen Workshop mache oder ein Projekt umsetze, dann kriege ich da zum Beispiel 80% aller Einnahmen und der Rest geht dann an die Organisation für die entsprechenden Fixkosten. Dann kann man es auch so machen, dass man feste Basiseinkommen festlegt, damit alle eine Grundsicherung haben und darüber hinaus man mehr verdienen kann, wenn man dann eben viele Projekte und Aufträge umsetzt und von denen dann einen Anteil kriegt. Entsprechend kann der nicht mehr so hoch sein, weil dieses Basiseinkommen darüber ja auch finanziert werden muss. Dann bleibt vielleicht sowas wie 70%, 80, 60, vielleicht auch 50, den man noch bekommt, und das ist dann aber ein Bonus auf dieses Basiseinkommen. Und der Vorteil ist da, dass so ein Basiseinkommen für viele eben sehr erstrebenswert ist, weil man dann erstmal abgesichert ist und eben weniger Angst haben muss vor sozialem Abstieg oder irgendwie, dass man seine Miete nicht bezahlen kann. Man kann alle Einnahmen natürlich auch komplett gleich verteilen, wobei die Frage ist, ob dann alle gleiche Gehälter bekommen oder einen gleichen Stundensatz und dann vielleicht schon auch eine Stundenleistungsgerechtigkeit herrscht. Premium Cola macht das zum Beispiel, die zahlen, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, 20 Euro die Stunde an alle, egal was man macht im Unternehmen. Und das hat natürlich auch was Egalitäres, wo alle dann eher sich auch auf Augenhöhe da begegnen und hat damit eben was Schönes, Gemeinsames, was da auch gut funktioniert. Es gibt also wirklich viele Modelle,
mit Einkommen und Geld und Honoraren umzugehen und darüber hinaus vielleicht auch noch mehr, aber ich glaube, so ist das Spektrum ganz gut aufgespannt. Und in der Praxis gibt es da eben auch einen sehr unterschiedlichen Umgang in selbstorganisierten, sinnstiftenden Unternehmen. Und man kann auch mit verschiedenen Modellen ziemlich gut fahren. Es gibt nicht den einen perfekten Weg. Es ist aber in einigen Unternehmen auch ein sehr schweres Thema. Grundsätzlich ist Geld ja ein soziales Tabu für viele Menschen und hat viele Ladungen, Ängste, Unsicherheiten. Und da neigen oft Organisationen eben auch eher dazu, das so unter den Teppich zu kehren, das Thema zu vermeiden, eher schnell irgendeine Lösung zu finden, die funktioniert. Hauptsache, man muss sich dem nicht mehr so zuwenden. Und ich glaube aber, es lohnt sich, dem Thema schon Aufmerksamkeit zu geben und auch eine Transparenz herzustellen. In vielen Unternehmen ist es ja eher geheim oder zumindest formal geheim, was alle verdienen. Und wenn man aber auf Augenhöhe zusammenarbeiten will und selbst organisiert eine Organisation führt, dann kommt man ja eigentlich nicht darum herum, das transparent zu machen für alle. Und wenn das aber ein Prozess ist, auch des Umbaus zur Selbstorganisation, dann wird es einen Moment geben, wo man entsprechend diese Transparenz einführt. Und das ist ein potenzieller Reibungsmoment, weil dann die Sachen, die vorher unter der Oberfläche sind, dann eben im Licht sind und dann auch Aufmerksamkeit brauchen. Entsprechend ist es strukturell auf jeden Fall empfehlenswert, auf eine Transparenz umzustellen, weil das stimmig ist einfach zu Selbstorganisationen und Arbeiten auf Augenhöhe. Aber dieser Moment sollte mitbedacht werden, als dass der noch Energie und Zeit braucht, da dann entsprechend die Spannung aufzufangen und dann vielleicht auch die Strukturen anzupassen, damit sie fairer werden und alle sagen, ja, das ist jetzt stimmig, das ist okay, damit kann ich jetzt gut leben. Eine Grundsicherung ist für viele Menschen sehr angenehm, weil man dann einfach weniger Angst hat vor Geldproblemen, Geldsorgen. Und entsprechend bei vielen Menschen dann das Nervensystem einfach entspannter ist, strukturell, wenn man weiß, okay, die nächsten Monate kommt mein Geld auf jeden Fall rein. Und wenn so eine Grundsicherung da ist, dann sind die Leute wahrscheinlich auch offener, mehr zu experimentieren, auf andere zuzugehen, andere Perspektiven einzunehmen und dann vielleicht auch danach Leistungsgerechtigkeit mehr zu berücksichtigen. Entsprechend kann das ein ganz gutes Modell sein, dass man schaut erstmal, dass alle abgesichert sind und dann kann man vielleicht mit weiteren Modellen experimentieren. Gleicher Lohn für alle funktioniert teilweise auch ganz gut. Bei Premium Cola machen die sehr gute Erfahrungen damit. Klingt halt vielleicht auch erstmal radikal, im Gegensatz zur normalen Wirtschaft, aber kann man auf jeden Fall auch machen. Und komplizierte Systeme fliegen oft nicht so richtig. Ich glaube, da steht auch eine Strategie hinter, ob bewusst oder unterbewusst, da quasi die perfekte Formel zu finden und irgendeinen perfekten Mechanismus zu formulieren, nach welchem Schlüssel wer jetzt wie viel Geld bekommt, damit man vielleicht nicht mehr emotional darüber reden muss und dann einfach sagen kann, ja, wir haben hier dieses perfekte System, das entscheidet das für uns, wir können uns jetzt anderen Sachen zuwenden. Es ist aber nun mal so, dass das Thema mit vielen Emotionen beladen ist und eben für viele Leute da Ängste, Bedürfnisse, Sorgen, Trigger dranhängen. Und da kann der beste Schlüssel die nicht auflösen. Und wenn man hingegen die Aufmerksamkeit gibt und da einiges löst und Leichtigkeit reinbringt, dann sind die Menschen oft offen und können sich mit vielen unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten arrangieren. Dann ist der genaue Schlüssel gar nicht mehr so entscheidend. Entsprechend rate ich auch eher dazu, nicht diesen perfekten Schlüssel zu finden, den es eh nicht gibt, sondern eher wirklich die weicheren Faktoren anzuschauen und darüber zu reden, sich auszutauschen und auch den Gefühlen Raum zu geben. Entsprechend ist es sehr hilfreich, regelmäßig darüber zu reflektieren, über das Thema und sich anzuschauen, was ist da gerade, wie geht es uns damit. Und die, die das machen, die fahren mit dem Thema auf jeden Fall auch besser. Weiterhin empfehle ich, so ein paar Differenzierungen bei dem Thema vorzunehmen, um auch nicht aneinander vorbeizureden oder auch um sich besser zu verstehen, worum geht es uns hier eigentlich wirklich und was sollten wir noch beachten. Einmal die Bedürfnis- versus Leistungsgerechtigkeit. In beiden Fällen kann man von Fairness reden, dass es sich fair anfühlt, wenn ich Bedürfnisse habe, dass die auch erfüllt werden müssen. Und es ist aber auch irgendwie fair, dass wenn ich mehr arbeite und mehr Zeit einbringe und mehr Erfahrung, dass ich dann auch mehr verdienen sollte. Und beides hat auch seine Berechtigung und sollte Beachtung finden. Und entsprechend hilft es da auch, beide Seiten anzuerkennen und nicht sagen, wir sind fair, nein, wir sind fair und ja, aneinander vorbeizureden. Dann sollte man sehr beachten, dass es natürlich eine Sache ist, sich jetzt ein schönes Modell zu überlegen, was theoretisch
für alle stimmig ist und anderes das auch praktisch umzusetzen. Denn dann kommt ja auch das Steuersystem dazu und gewisse bürokratische Vorgaben und Hürden und Scheinselbstständigkeit und Steuern und so weiter. Und das sollte man von Anfang an natürlich mitdenken. Was können wir überhaupt praktisch umsetzen? Und das kann eben manche Einschränkungen mit sich bringen und manche schönen Ideen leider auch verhindern. Und es hilft auch nochmal zu differenzieren, was ist für uns das langfristige Ziel, was wären unsere idealen Geldstrukturen, aber was ist vielleicht trotzdem nicht umsetzbar und erfordert erstmal einen Kompromiss und eine kurzfristige andere Lösung. Denn die langfristige Lösung braucht vielleicht noch Vorarbeit, vielleicht sind wir auch noch nicht so weit, haben wir noch nicht genug Vertrauen, noch nicht genug Sicherheit oder auch schlichtweg noch nicht genug Geld, was wir aufteilen können, um zum Beispiel für alle eine Grundsicherung finanzieren zu können, da hatte man nicht die Liquiditätspuffer oder so. Und entsprechend macht man erstmal irgendeine kurzfristige andere Lösung, die aber erstmal praktikabel ist und funktioniert, mit dem langfristigen Ziel, was anderes zu bauen. Und da zu differenzieren, was machen wir jetzt versus was ist unser ideales Ziel, hilft vielleicht auch schon mal. Ja, abschließend ein paar Empfehlungen. Wie schon gesagt, empfehle ich sehr, regelmäßig über dieses Thema zu reden. Zum Beispiel alle 3 Monate, mindestens einmal im Jahr und einen Raum aufzumachen, wo man einfach sich austauscht und reflektiert, wie geht es uns gerade mit dem Thema Geld? Gibt es Spannungen, Trigger oder Unsicherheiten, über die wir reden sollten oder wo wir unsere Strukturen anpassen sollten? Wenn man das nicht macht, und werden diese Themen und Herausforderungen eben trotzdem da sein, nur unter der Oberfläche und dann eben viele andere Sachen sabotieren, Unzufriedenheiten schaffen und die Motivation schaffen. Eine Grundsicherung für alle ist sehr hilfreich. Viele Menschen sind dann einfach entspannter, mehr in ihrer Mitte, kreativer, weil das Nervensystem eben in einem besseren Zustand ist, wenn man weiß, man ist finanziell abgesichert. Daher ist das sehr gut, das als Fundament zu haben und darauf dann eben mit vielleicht anderen Modellen zu experimentieren. Und es hilft, flexibel zu bleiben, Strukturen regelmäßig zu evaluieren und anzupassen, denn es gibt keinen perfekten Mechanismus, Geld aufzuteilen. Jede Organisation ist anders, hat andere Bedürfnisse, andere Rahmenbedingungen und jede Organisation verändert sich ja auch über die Zeit und ändert dann auch ihre Bedürfnisse. Und es gibt nicht weder den perfekten Mechanismus für alle, aber auch nicht den perfekten Mechanismus für immer für eine bestimmte Organisation. Die Welt verändert sich, bewegt sich und entsprechend ist es da auch hilfreich, das gar nicht anzustreben, sondern eher was zu finden, was gut genug ist, was funktioniert und erstmal praktikabel ist, mit dem alle gut leben können. Und zuletzt, enjoy the process. Genieß den Prozess. Das Thema Geld hat tendenziell viel Ladung, ist ein Tabuthema. Und ich glaube, es ist gut, da den Angriff nach vorne zu wagen und sich eher reinzuschmeißen, ins Getümmel und zu sagen, hey, wir schauen uns das Thema an, wir wollen da was lernen. Und da kann man unglaublich viel lernen und das kann Spaß machen und das kann spannend sein, mit Geld umzugehen und da auch neue Strukturen auszuprobieren und vielleicht den üblichen Weg des Status Quo, wie die meisten Unternehmen das machen, zu verlassen und da, ja, partizipativere Modelle auszuprobieren und da vielleicht auch mal auf die Klappe zu fallen, aber dann wieder aufzustehen, was Neues auszuprobieren und dabei viel zu lernen. Der Weg ist das Ziel. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das konnte inspirieren und vor allem dieses Spektrum aufzeigen und ich ermutige wirklich, da mal neue Wege einzuschlagen zum Umgang mit Geld und da etwas Mut zu wagen. Ich habe noch andere Erklärvideos zum Thema. Ansonsten gibt es in unserem YouTube-Kanal vieles zu Utopien, Purpose und regenerativen Kulturen und auf unserer Website realutopien.de haben wir auch ein Newsletter und noch viele weitere Infos und Veranstaltungen. Ciao, ciao!